Ja, willkommen. Es gibt immer einen Part danach. Und das ist der 21. Part von Bioshock 2. Wir haben hier ein paar Bobs. Hör doch auf, mich immer am Reden zu stören, Digga. So, geht doch. Ja, zum 21. Part. Und wir machen uns jetzt auf die Suche nach Daniel, der Bruder von Pharah Wales. Weil den müssen wir jetzt eins auf die Glocke geben. Ich habe Angst, die Little Sister freizulassen, weil die Big Sister kommen könnte und ich keine Munition mehr habe. Und da hinten ist das Notfallpaket von der netten ich Dame. Ein Kleidchen für die sag mal! Schuhe, So! Geh sterben, ey! Und der Scheiße, Mann, da kommen die alle her! Ich bin arm! Sie hat mir viel geschickt. Aber nicht das, was ich brauche. Deswegen gehe ich jetzt kaufen. Also ich brauche Nieten. Ganz viele Nieten. Und Fallnieten brauche ich auf 100. Schwere Nieten eigentlich nicht. Antipersonen. Nehmen wir noch mit. Hackpfeil nehmen wir noch mit. Und jetzt bin ich wieder arm. Aber glücklich und zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich die Little Sister freilassen soll. So jetzt, aber wo kommt ihr alle her, Mann? Ja, mein Gott. Dem ist ein unterirdisches Schlupfloch, wo ihr euch alle jetzt versammelt. Ich lasse jetzt mal die Little Sister frei. Ja. Okay. Tschüss, Kleines. Eigentlich sollte jetzt die Big Sister kommen. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe wieder vergessen, den Zeitkäfer zu stellen. Ich stelle den jetzt mal ein bisschen vor. Ich weiß ja nicht, wie viel noch da. Und jetzt macht dann sollte die dumme Big Sister kommen. Und sie kommt nicht. Daneben nicht, hä? Ich habe ja nicht. Und wir kriegen eine neue Waffe. Die Harpune. Und ihr seht, damit kommen Leute an die Wandnagel. Voll in die Fresse. Fucking, ne? Nicht schön. Ja, aber ich brauche dies nicht. Ich brauche nur die Nietenpistole, weil ich high bin. Okay, wir gehen hier mal hin. Das gefällt mir nicht. Okay, das sind zwei. Dann heißt es nämlich Zornplasmid. Tun sich jetzt nämlich gegenseitig abknallen. Immer eine gute Idee. Und wir gehen hier jetzt mal hoch, mal zu schauen, was passiert. Oh mein Gott, das sind zwei Dustblazer, die können an der Wand rumlaufen. Das Pearl gehörte zu den nobelsten Häusern in ganz Rapture. Aber im Krieg haben sich die Bewohner irgendwann selbst zum Verkauf angeboten. Ja, Daniels Büro ist in der obersten Etage, glaube ich. So. Hey, was machst du denn vor mir? Schreib mich doch nicht so. Okay, ich habe das Zeug hier gehackt. Wir sehen uns hier noch ein bisschen um. Weiß ja nie, was hier noch für nette Leute rumlungern. Ja. Ja, im Aschbecher ist Geld. Lebst du noch? Nein. Man weiß ja nie. Ich bin vorsichtiger geworden. Baby? Sie sterben. Boom. So. Down. Und? Nee, Spritze. Ich danke dir, mein Lieber. Oh, jetzt habe ich Alkohol getrunken. Fucking. Ich brauche unbedingt wieder Verbandskästen, sehe ich gerade. Und hier sind ganz viele Splicer. Und das gefällt mir gar nicht. Boah, wir gehen jetzt trotzdem mal... Verbandskasten, wenn ich davon rede. Hier ist er gleich. Gehen wir mal hier rein. Können wir nicht. Na, danke. Mal. Machst denn du da? Was macht denn der? Du gehörst also zu... Hier ist mein Friedensangebot! Ah, verdammt, das war jetzt der Bruder von Pharah Wales, nämlich Daniel. Beschissenes Pink Pearl? Pink Pearl, nein, es war ein schöner Laden. Das muss Daniel sein. Stell ihn und zeig ihm, wo der Hammer hängt. Ja, jetzt wird's noch schwindelig. Wow. Na toll, ja, das war mal wieder Highskill von mir. Oh mein Gott, tut mir leid, meine Zuschauer, das war jetzt wirklich peinlich. Ja, ich gehe mich auch schämen. Ich habe noch einen Verbandskasten gefunden. Wenigstens das. Was liegt denn hier?
Ah, das wäre nur Schrot gewesen. Muss er hier hoch? Ja, wie holt man diese Fäden darunter? Indem man sie wegschmeißt. Genau. Weg mit denen. Geh sterben, du scheiß Splider, du stinkt nach Zwiebeln. So, und ich habe natürlich wieder den falschen Plasmid vorne. Aber jetzt bin ich auf der Höhe. Und ich habe Angst, weil von hier oben könnte auch einer kommen. Ja. Und im Kühlschrank ist Geld. Ach, genau. Und wieder einer. Bruder, Dreck, sag ich, geh sterben. So. Bieg mir nicht runter, ich kann Wandskasten. Okay. Wandskasten kann ich immer gebrauchen. Ich brauche aber dringend irgendwie Eve spritzen, denn bald bin ich wieder leer und das gefällt mir nicht. Und toll, und dann mit einer Kamera, was man jetzt immer gerne hat. Alfredo, kill ihn! Oh! Nice, Alfredo, weiter so. Ich untersuche. Wer schießt hier auf mich? Wer? Du! Du! Du wagst es, auf mich zu schießen. Wow. Sieht mir aus, von hier komme ich, ja? Ja. Ich muss jetzt hier einfach noch ein bisschen die nähere Umgebung untersuchen. Wie gesagt, ich will Daniel eigentlich nicht mit leeren Plasmiden gegenübertreten. Ne, ist ja ziemlich stark. Okay. Na klar, ich will natürlich aus dem Fenster schauen. Na toll, ich sehe ja eh nur Wasser. Kann hier zum Fenster rausschauen. Kommt da jetzt auch das gleiche raus. Wie jetzt, Bleiser. Geld. Im Kübel haben sie auch Geld verwahrt. Ist einer. Schick dich mein Bruder? Nein, der schickt mich nicht. Den wollte ich eigentlich auch killen, aber ich habe mich zu dir geschickt. Tut mir leid. Hier ist nichts. Außer ein Verbandskasten, aber das kann ich im Moment noch nicht gebrauchen. Kann ich hier nicht die Burger verschroten? Nein, natürlich. Ist ein solides Bauwerk. Brett. Dingsbums. Danke. Danke. So, wieder den richtigen Platz mieten. Und hier haben wir was. Ja, das, was ich suche. Und Geld. Ihr seht, in diesem Spiel findet man Geld an jedem Ort. Sorry, war nicht witzig. Hey! Du hässlicher Drecksack! Du lebst noch, ich weiß es! Ja, tut weh, hä? Aber hier muss ich hier nochmal durchsuchen. Überall Alkohol, ihr seht, ein Alkoholiker. Was halten wir von Alkoholiker? Nicht viel. Wandkasten, Phosphorschrot immer brauchen und ein Turmband und für das reicht es noch. Scheiße. Ich bin blau und da kommen immer die Erinnerungen. Naja, ganz früher haben Simon und ich Kathedralen entworfen. Und wenn der Job erledigt war, dann hat Simon zum heiligen Thomas gebetet. Und ich habe mich besoffen. Ich war damals das schwarze Schaf. Der ganze Jesus-Quatsch konnte mir gestohlen bleiben. Dann sagt Andrew Ryan, er will Wales und Wales für den Bau von Rapture. Eine Kathedrale ohne Gott. Ein Monument des Aufstiegs der Menschheit. Die Baufirma hatte er schon. Einen Kerl namens McDonough. Ich bin ihr Architekt, sag ich. Und Simon zieht halbherzig mit. Jetzt habe ich Mädels am Laufen und er lebt in dem Wahn, dass er Seelen rettet. Pfarrer Wales! Nicht zu fassen, dass ich mit so einem Trottel in derselben Fruchtblase war. Ja, ich muss hier einen kleinen Schnitt machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.